Wir gehen in die Park Street Station. Ich bin verwirrt. Ja, aber es keinen Sinn macht. Ja. Das wow. Zerregers, du hast einfach mal den kompletten Chat absolut verwirrt. Glückwunsch deswegen, aber mach sowas bitte nie wieder. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Okay, du bist böse. Du bist böse. Das wusste ich jetzt nicht. Sind aber sehr schlaue Leute bei der Skinny Und Malone trotzdem, Bande. Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Ah. Aber bester Todesschütze rennt gegen eine Wand. Wow. Es tut mir leid. Nichts wie weg! Mein Bein ist gebrochen! Nice. Er will Das den höre ich Detektiv gern. befreien. Legt ihn um! Ich würde nie einen Detektiv befreien wollen. Ich will nur töten. Da brauchst du Schutz. Was? Oh, wo kommst du denn her? Guck mal, ich habe da einen Kampfhund für dich. Wow, du hältst viel aus. Ich hab da auch. Was, Sockenhalter? Was willst du denn jetzt? Da hat Dragon einfach den Lucky Luke über den Haufen geschossen. Pünktlich, so wieder da, pünktlich zum Kampf gegen Mensch. Ja, in Fallout 4 gibt es auch Menschen. Das soll es so gegeben haben. Oh, Bourbon. Du kommst genau rechtzeitig zum Bourbon. Okay, gut, das war irgendwie einfach. Kronkorken. Aufgewetzter Füllzug, da können wir eigentlich alles mitnehmen, die wiegen jetzt nicht so viel. Der hat den Süßkuchen dabei, das ist irgendwie, ich weiß nicht, cool. War das eine Frage-Zäsur? Wenn ja, die halten den Detektiv von Liberty City. Quatsch, von, wie hieß es? Von Diamond City, genau. Wie komme ich auf Liberty City? Von Diamond City gefangen. Da ist ein Detektiv irgendwie groß am werkeln und der wird von den Gefangenen genommen, weil er rumgeschnüffelt hat. Und wir müssen ihn befreien, damit er unseren Sohn finden kann. Okay. Was ist das für eine Postapokalypse, wenn es noch normale Menschen gibt? Naja, so normal sind die gar nicht mehr. Ich darf ja mal, oder? Danke. Einfach mal das Skelett drüber gelatscht. Ja, das ist ja auch eine tolle. Was, hier sind überall Toiletten und hier ist ein Stuhl mit dem Eimer. Was soll ich davon jetzt halten? Vor allem der Eimer halt auf dem Stuhl. Wie zur Hölle soll das funktionieren? Illuminati-Boss, keine Illuminati-Zeichen im Chat. Die sind hier verboten. Er will nur spielen, das zeigt er auf eine sehr merkwürdige Weise. Ich werde diesen Kaugummi nicht nehmen. Ich werde diesen Kaugummi. Was? Granate? Da war eine Granate auf dem Klo. Welcher kranke Spinner tut denn sowas? Ich wollte nur so zu sagen, weshalb du sie über den Haufen ballerst. Ach so, ah, okay. Jetzt verstehe ich. Na gut, ist auch nicht schlimm. Auch wenn du der Boss hier bist, ja klar. Das ist nur eine Flasche, okay. Herr Müller hat mir jetzt für Zielübung gedacht. Und Zeichenspam ist auch verboten, Illuminati-Boss. Okay, wie kommen wir in das Räumchen rein? Moment mal, was los? Wer bist du, Phoenix Wright? Objection! Ne, hier ist. Ach, die sind unter mir. Das ist jetzt ein Prank, was? da kommen wir rein. Hier waren wir doch aber schon. Was ist das? Einsteiger. Mach mal. Geschafft. Das ist ein Wort. Was?
Willst du, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Safe. Nice. Das wär's. Ich verstehe es nicht ganz. Der Chat ist heute mal wieder irgendwie 2 mm elektromagnetische Kartusche. Wofür brauchen wir das denn? Das ist irgendwas Hochspezifisches, würde ich sagen. Okay. Wir nehmen es mit. Das ist schon 11:15. Ja, irgendwie, es ging schnell. Ich will die Melone eigentlich nicht mitnehmen, weil die wird wahrscheinlich irgendwie 10 oder so wiegen. Das, naja, ist mir nicht wert. Kronkorkenvorrat. Klebeband. Kronkorken. Und Klebeband von mir aus. Was war das? Für mich ist das Stream nicht zu Ende. Gerne, Blobfox. Über Marke. Ich will die Melone. Nein, Blobfox, nicht die Melone. Die wiegt zu viel. Wer von euch Deppen meinte, dass er was gesehen hat? Oh, niemand? Was zum? Dann nehmen wir die Melone mit. Wie viel wiegt die? Und Illuminati-Boss, bis zum Nixios. Ich hab's nämlich fast schon gedacht. Wie viel wiegt die? Gewicht 1? Hä? Was? Die war riesengroß. Okay, dann kann ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich hätte mindestens mit 3 oder 4 gerechnet. Was hast du umgestellt? Ich habe gar nichts umgestellt. Was ist los? Ich bin total überdreht. Was? Das meine soll bedeuten, dass ich da geschrieben habe. Hä? Ist das Gaussgewehr, okay. Eine dehydrierte Melone. Ah, Chat, du bist merkwürdig. Hör auf damit. Eine Badezimmerwaage. Dad. Danke, du mich auch, Waage. What? Okay. Was du verpasst hast in der Zeit, wo du gezeichnet hast. Wir sind hier unten in der Station, haben ein paar Leute getötet und der Chat war wieder merkwürdig. Ja, ich bin sehr verwirrt. Es tut mir leid. So, jetzt erstmal das Bild. Es tut mir leid, dass ich gerade vielleicht ein bisschen... Das ist ultra niedlich. Das ist sehr süß. Ist schön geworden, Blobfox. Wir haben festgestellt, dass Blob kein Verb ist. Genau. das ist aber richtig süß geworden. Okay. Oh nein, er hat mich gesehen. Oder vielleicht auch noch nicht. Doch. Hi. Vollidiot. Mhm. Dann hör auf, so ein random Zeug zu schreiben. Illuminati-Boss. Und ansonsten präventiv banne ich dich einfach. Hey, da unten ist keiner mehr. Hat Huni den einen jetzt schon gekillt? Wow, hey. Hä? Wo hat der eine mich eigentlich gerade getroffen? Ach, wisst ihr was? Da. Fang! Ja, dann... Wie bist du entkommen? Wow. Wollt ihr eine wilde Gurke sehen? Was? Was, Blobfox? Dragon, das willst du nicht. Was will ich nicht? Was? Dich präventiv bannen? Wieso will ich das nicht?
Was zur Hölle ist mit dem Chat heute wieder los? Letztes Mal, als ich die Frage gehört habe, ist sie nicht gut ausgegangen. Was zur Hölle, Episozi? Was? Ich bin heute sehr verwirrt. Es ist keine Ahnung. Wir brauchen wieder nicht verwirrenden Chat. Wir brauchen erstmal... Was zur Hölle ist los mit euch da? Das wollte ich nicht. Hilfe! Wo bin ich denn jetzt? Wow. Fang. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal Schaden gemacht. Ah. Kannst du bitte die Quali ein wenig runterstellen, bitte? Nein. Das ist genauso wie sonst auch immer. Komm hoch. Na, komm hoch. Okay, wunderschön. Oh, die sind eben noch unten, ne? Ah. Aber mal so über Bande vielleicht. Hilft das? Es hat ihm auf jeden Fall wieder Schaden gemacht. Jetzt gehen wir da vielleicht auch mal mit dem MG runter. Nice. Oh Gott, ein legendärer Todesschütze. Das ist nicht gut. Ich schaue mir übrigens deine Gurken gleich an, Blobfox. Das klingt so merkwürdig, ne? Ich weiß nicht, ob er das so sagen darf. Freu dich auf deinen Sarg. Okay, ah. Das macht gut Schaden. Ah. Als ich die Frage gehört habe, hat das... Nice. Oh nein, er regeneriert sich wieder. Okay, das war's mit dem Regenerieren. Sind jetzt dort unten alle tot? Nein. Toll. Schalt meine Gurke nicht an, das ist peinlich. Oh Gott. Die Killergurken. Was zur Hölle? Was treibt ihr da, während ich mich hier mit dem Typen prügel? Oh, heute ist es echt merkwürdig. Ich will mir das jetzt anschauen. Ich will die Killergurken sehen. Ja, vom Stamm der Killergurken. Sehr schön. Okay. Oh Gott. Irgendwie, ja, heute ist es sehr merkwürdig. Ah, der hat eine große Babyflasche. Ah, nein, ich hab's überklickt. Was war das jetzt? Irgendwas Legendäres. Wir haben ja nicht viel Legendäres, was wir nicht angewählt haben. Das war mir im Gespräch entstanden, okay. was Kleidung oder was? Ne, das war die Sündrüstung. Ach, die Sündrüstung. Ach, die wiegt so viel. Die haben wir noch. Ah, ja, okay. Das erklärt's. Doppelschuss. Unterhebelgewehr. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Okay, aber die Dings war ja so merkwürdig. Die Munition. Hey. Zumindest ist es Munition, wo wir halt null Schuss dafür haben. Das ist eigentlich ziemlich merkwürdig, weil bisher haben wir so ziemlich alles schon gefunden. Okay, 4 Maschinenpistolen. Ja, klar, logisch. Da hat ja jeder eins dabei. So, und dort war die haben wir komplett übersehen. Ja, gut, okay, jetzt erklärt das mit den, wie gesagt, mit den Zehen. Benzinkanister, 3 gefaltige Flagge von mir aus, die Kochplatte, schmutziger schwarzer Anzug, ja, der Bourbon, das eingelegte Fleisch, die große Babyflasche, wieso auch immer, die Melone. Stealth Boy, ansonsten haben wir mehr nicht. Ah gut, die Filzhüte, aber die ist nicht so wichtig. Wow, wir sind hier einfach alle parade liegen, ne? Die haben wir... Oh. Die Hand hat aber viel dabei. Hier haben wir sonst keinen mehr. Okay. Die Muni bekommt man im Far Harbor DLC. Ja, toll. Wieso bekomme ich hier Waffen für eine
Für. Ja, Munition, die man bloß im DLC bekommt, das ist Blödsinn. Dann müsste die Waffe im DLC dazugekommen sein, dann dürfte sie aber hier nicht droppen. Hm, merkwürdig. Die Melone of Doom, ja. Okay, was haben wir hier noch so tolle? Oh. Ah ne, 94 Meter ist mein Ziel entfernt, okay. Schraubenzieher, Toaster, ne, alles nicht interessant. Okay, tschüss Primal Darkrai, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht und ja, für die Lags kann ich leider nichts. Beziehungsweise werde ich jetzt den Stream nicht runterschrauben, weil eine Person Lags hat. Aha, ich sollte aufpassen, falls hier noch mehr Fallen liegen. Jet? Messinglatte? Na, ja, die hat wahrscheinlich Kupfer drin. Das will ich. Ah, nee, halt, die hat Öl. Klar, logisch. Okay, danke, dass du bei was statt Julius. Wünsche noch eine gute Nacht. Okay, dann gehen wir mal in diese Richtung. Das ist verdammt groß hier, diese Untergrundpassagen immer. Das ist immer schwierig, da alles zu erkunden. Hier muss es doch irgendwo was geben, oder? Oh ja, Munitionskiste, wunderschön. Holzkiste Einsteiger. Wunderbar. Wie schön. Plasmagranate, ein Pümpel. Den Pümpel werde ich nicht mitnehmen. So, was hast du da jetzt wieder gepostet, Blobfox? Ach so, ja. Den Pimp-Zinoger, genau. Okay. Schön, dann gehen wir mal dort rein. Das sieht so interessant aus. Führt uns ja aber auch nicht unbedingt zum Ziel. Wir haben über 99 H-Klammern. Es ist echt krass, wie schnell wir da, ich sag mal, aufgelevelt haben. Okay. Oder was heißt aufgelevelt? Aber wie schnell wir da halt die Sachen bekommen haben, dass wir jetzt so viel haben, dass wir uns nicht mehr wirklich drum kümmern müssen. Was zur Hölle gibt's hier hinten? Toll. Okay. Was habe ich jetzt gegessen? Geht das auch so? Tatsächlich, das ist ja dämlich. Dass man es auch einfach so essen kann. Ja, ich habe jetzt irgendwas Radioaktives gegessen. Na, großartig. Die Lernfarbdosen brauchen wir nicht. Das Telefon aber. Das Improgewehr nehmen wir nicht mit. Das schmutzige Wasser aber auf jeden Fall. Plasmakartuschen, sehr schön. Ach, die Farbdose kann ich, was auch immer da drin ist, wahrscheinlich auch Öl. Okay. Die Waffen können eigentlich auch nicht von den normalen Gegnern gedroppt werden, sondern nur von denen auf Far Harbor. Aber dadurch, dass es eine legendäre Waffe ist, können sie auch per Zufall von den legendären Mobs in Commonwealth bekommen. Hat Bethesda nicht richtig überdacht. Nein, Serigius, ich habe diese Waffe schon öfters bekommen. Ansonsten hätte ich doch nicht gesagt, dass es die Munition ist, die wir nicht haben. Wir hatten nämlich schon einige Male die Untergriffrepetiere oder wie sie heißen. Wie gesagt, zumindest die Waffen gibt es öfters hier. Die werden einfach ganz normal gedroppt. Cool. Okay, Patron, ein dünnes Becherglas. Nein. Es ist so dünn, es wird nicht mal angezeigt. Es ist unsichtbar. Eine Impulsmine. Ja, Medix, Plasmagranate, Radaway und das Stimpack. Nice. Das hat sich gelohnt. Und 19 Erfahrung, das hat sich richtig gelohnt. Das auch. Wunderschön. Oh, zwei Benzinkanister. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das Öl brauche, aber ich brauche auf jeden Fall Öl. Oder ich hab's gebraucht. Deswegen nehme ich es einfach mit. Auch wenn es immer so viel wiegt. Naja, gut. Und den Todesschützen hatten wir schon, okay. Dann sind wir jetzt mal so durch die Gegend fertig. Na komm. Wieso nicht? Sind wir jetzt mal in der Gegend fertig? Da muss ich was falsch verstanden haben. Tut mir leid. Kein Problem. Ich wollte es dir nur sagen. Wie gesagt, dass mir das schon öfters passiert ist. Dass diese Waffe hier droppt. Das heißt, Bethesda hat nicht nur ein bisschen was falsch gemacht, sondern irgendwas sehr. Ich muss in die Richtung. Okay.
Ich dachte, ich müsste in die Richtung. Geht's dort dann einfach wieder hoch? Blobfox, niemand kann für dich Artorias zeichnen. Das ist... Was war das? Ach, bloß ein Pfeiler. Das ist einfach deine Aufgabe. Kann dir keiner abnehmen. Okay. Dann sind wir jetzt aber hier soweit fertig. Terminal. Und Patronen. Fahrkarten. Fahrkarten kaufen? Funktion deaktiviert. Die Verkaufsfunktionen des Terminals wurden abgeschaltet. Wenn Sie sich an einen Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten. Schade, ich wollte mir ein Ticket kaufen. Da will man einmal nicht schwarz fahren und dann... Nee. Ich kann einen Vogel aus zwei Kreisbögen zeichnen. Reicht das als Skills? Ja. Artorias hat ein bisschen mehr als zwei Kreisbögen. Terminal abgeschaltet. Nachricht an Mitarbeiter. Okay, nicht ganz so interessant. Ist gar nicht schwer. Patronen. Ja. So, wir quicksaven hier nochmal, weil wir kommen der Quest näher. Ich bin mal gespannt, was hier noch so alles auf uns wartet. Flasche mit Frostschutzmittel brauchen wir nicht. Zum Glück nicht. Jetzt bin ich auch noch den Schrott. Kann ich mal gerade Kreise zeichnen? Ich glaube, es ist auch der Sinn von Kreisen, dass sie nicht gerade sind, oder? Muss man ein bisschen zu klug... Oh, Spielzeugtrag. Bisschen zu klug scheißen. Und ein Quantum. Oh, auch immer schön. Ich glaube, die heilen extrem gut, ne? Dafür, dass sie bloß so 10 Dread geben oder so. Was ist das? Ein und Lukas Gedanken kann. Was? Okay. Dann tanzen wir. Was tanzen wir denn? Den Tanz des Todesschützen. Ah. Stehen geblieben. Ja, absolut. Ich bin der Beste hier. Tja, besser auf du auf jeden Fall. Ich meine, meine Kreise sind keine Kreise, sondern Eier. Ah, okay. Ich meine, wenn du Eier zeichnen willst, dann hast du die absoluten Voraussetzungen dafür. Servus, leid. Seh dich. Getroffen. Getroffen. Ich weiß, dass ich nicht einfach zu handhaben bin. Ich bin nicht pflegeleicht. Zeige ich dir durch meine Schrotflinte. Hi. Ich dachte nicht, dass du dort stehst. Kamikaze! Wie ist sie einfach nicht tötet? Sie haben einfach bloß einen Anzug an. Ich kann nicht mal Eier, sondern Kartoffeln. Langsam haben wir alles zusammen, um gutes Abendessen zusammenzustellen. Wir können der ganze Chat kann ein Abendessen zeichnen. Das war ziemlich dämlich von dir. Soll ich Eier zeichnen, Blob? Das ist mein Hund. Du wirst einen prima Toten abgeben? Jetzt hör hier mal auf rumzurennen, ne? Ich treffe deine Beine. Jetzt treffe ich gleich deinen Kopf. Ja, weil du auch ein Vollidiot bist. Ich kann dich da sehen. Wenn ich mich hinlegen könnte, dann wärst du schon lange tot. Der Chat isst mein Abendessen. Ich bin gleich auch tot, wow. Ja, die Quantum hat einfach 400 TP. Das ist richtig krass. Dafür bloß 5 Red, das ist eigentlich gar nichts. Die sollten wir echt behalten, immer so eine in der Rückhand. Wo bist du? Eigentlich für Nahkampf ist die fast schon am sinnvollsten, ne? Wow. Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht mal verstanden. Dein Kopf ist so schnell abgefallen. Wunderschön, okay.
Eine unsichtbare Power Armor. Ja, das kann sein. Okay, haben wir die doch erledigt. Und wir sind näher an unserer Quest dran. Dann schließen wir wenigstens heute eine ab, weil arg viel mehr schaffen wir auch noch nicht. Schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber hey, es ist der Wille, der zählt. Und wir haben ja heute schon wieder einiges gefunden. Vor allem auch eine Tür. Was gibt's hier jetzt wieder Tolles? Hier gibt's doch bestimmt irgendwie wieder eine Falle, oder? Na, hat aber ein tolles Terminal. Oh, oh. Back Bay. Aha. Da gehen wir dann vielleicht mal raus. Also das nächste Mal. Oder jetzt gleich vor allem, das muss man sagen. Benzinkanister, ja. Plasmakartuschen, das. Okay. Oh, das ist eine Baustrahle, ne? Gezeichnete Eier mit gezeichneten Kartoffeln und zusätzlich von mir gezeichnete Spaghetti. Ja, also, das war... Geht doch, oder? Okay, bis gleich so. Also. Haben wir jetzt hier irgendwo noch einen toten Typen oder irgendwas anderes? Ja, guck mal. Der, genau. Er hat eine Schere dabei. Das ist gut. Du hast Hunger. Hat dich der Chat hungrig gemacht, Blobfox? Hey. Deine Schuld, dass ich verhungere. Wenn, dann ist es deine Schuld, Blobfox. So. Ah, Dogmeat kann auch nicht mehr tragen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt dürfen wir nicht mehr allzu viel mitnehmen. Aber wir haben noch 20 Meter. Das heißt, ein Vault? Ist es hier ein Vault? Vault-Türsteuerung. Aha, Vault 114. Hochinteressant. Wieso haben die denn den in Vault eingesperrt? Gell, Hundi, wieso machen die denn sowas? Hätte mich erinnern können. Jetzt bin ich gespannt, was es hier so gibt. Verdammt nochmal. Ich hasse es, wenn sie die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Was? Oh Gott. Nein, ich bin nicht hier. Das ist auch nicht mein... Nein, Granate! Oh. Halt, das da. Das ist nicht die richtige Waffe. Hi. Ich sehe dich. Komm dann nochmal raus. Treffe ich überhaupt? Nein. Oh, es mutiert jetzt schon? Wow, krass. Ist der Hund da wieder dran und killt ihn instant oder was? Okay, er trifft mich auch ab und zu, aber ich treffe auf jeden Fall besser. Ja, wunderschön. Das war gut. Es ist hier aber nochmal irgendwo einer. Direkt hier. Hä? Wo ist der? Oh, ein Flammenwerfer. Oh. Sie blutet und leitet 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Oh, Flammenwerfer und auch noch einen legendären. Toll, schön, gefällt mir. Verschwunden, das glaube ich kaum. Ey, wie krass, dass der Typ einfach ein Dings. Aber einen Flammenwerfer dabei hatte und psst, nichts damit gerissen hat. Flammenwerfer, ja, sehr schön. Hundi, wir. Ja, was? Hör auf mich zuzuquatschen. Hundi, wir haben Flammenwerfer. Sehr schön. Ja, der wiegt alle schon gar nichts. Achso, nicht Wert, Gewicht. Jetzt verstehe ich, was hier falsch läuft. Okay. Au, wow, was? Was willst du denn? Okay, Baseballschläger gegen Schwert und Hund. Stirbst du jetzt endlich mal? Gut, das ist einfach so furchtbar schlecht. Wieso hast du mich getroffen? Wie dumm ist das Nahkampfen ja eigentlich? Ich hätte dich schon lange erledigen können. Was war das denn?
Da. Typisch Support. legendär heißt einfach, dass es noch einen Zusatzeffekt hat. Hast du mit Flammenwerfer auf den Fernkampf geht? Ja, das ist vielleicht wahr. Ist nicht die beste Idee. Wie viel wiegt denn der Flammenwerfer? Bestimmt ist es eine schwere Waffe, oder? Oh, 16. Wieso wiegen die Waffen immer so viel? Schade. Ich hätte zu gern diesen Flammenwerfer mitgenommen. Erfordert Schlüssel. Okay. Wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? 4 Meter. Müsste aber auf jeden Fall hier sein. Schiebetür öffnen. Achso, jetzt geht's noch weiter. Ah, okay. Okay, dann plündern wir... Oh, aufbereitetes Wasser. Ja, ich kann nicht mehr... Ach, verdammt. Habe ich hier irgendwas, was ich noch fallen lassen kann? Vielleicht bei der Kleidung? Irgendwas, was halt gar nichts wiegt? Auch irgendwas mit einem Gewicht. Beim Schrott vielleicht? Klebeband, Lupe, Messinglaterne, Schere, eine Schöpfkelle, okay. Die Schöpfkelle können wir auf jeden Fall mal ablegen. Silbertafelmesser auch. Na gut, die Zigarre wiegt nichts. Die Schere, und das reicht, wunderschön. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz nach Hause, weil es gibt hier auf jeden Fall... Ein Flammenwerfer wiegt so viel wie 16 Melonen, das ist aber stramm. Ja, es ist entweder eine leichte Melone oder ein schwerer Flammenwerfer. Das kannst du jetzt aussuchen. So, wir gehen auf jeden Fall mal kurz nach Hause zurück. Ich würde aber ganz gerne noch den Dungeon heute abschließen. Ja, ich kann hier echt nicht schnell reisen. Oh, wie ärgerlich, aber ich bin überladen. Dann... Es ist aber so ewig weit bis nach... Nein, es geht sogar. So, wupp. Es geht sogar, kurz nach draußen zu kommen. Der Benzinkanister, ich würde ihn gerne mitnehmen, können wir aber leider nicht mehr. Wir haben hier gerade so Gewicht, um zu laufen. Ah, dann müssen wir vielleicht beim nächsten Level-Up echt nochmal in Dings gehen. Echt nochmal in den starken Rücken. Weil gerade in solchen Dungeons ist es halt echt immer ärgerlich, dann nach draußen zu gehen. Okay, wir sind ja schon da. Echt schade drum. Die Sache, dass es nicht will, ist was anderes. Ja. Es gab noch die Leiter direkt am Vault. Ja, die gab's, aber ich bin mir nicht sicher, wo die hinführt. Das ist es halt, wenn die, das gefällt Blobfox. Wenn die sonst irgendwo hinführt, wenn dann wieder viele Gegner und viel Loot ist, dann ist es halt genauso blöd. Was? Sei froh, denk, dass du mit Programmieren am Ende noch deine eigene Videospielfirma aufmachen kannst. Ja, das wäre ja furchtbar. Wenn man seine eigenen Videospiele programmieren würde und... Okay, wunderschön. Power-Rüstung können mit verschiedenen Mods aufgerüstet werden, die spezielle Funktionen... Achso, ja, das hatten wir ja schon, genau. Explosive Einschlagsentlüftung, aha. Integrierter Stealth Boys? Ich kann nicht in der Rüstung tarnen. Wie soll das denn funktionieren? Dass ich mir in dieser Rüstung tarnen kann. Sei langweilig. Menschen sollen kämpfen mehr. Hey. Wirklich glücklich wird man heute, glaube ich, nur im Indie-Bereich als Programmierer. Oh, ich denke, es kommt immer auf die Firma drauf an. Es ist halt stressig, klar, aber das ist überall. Äh,
nehmen. Ja, genau. Wow, 6 Maschinenpistolen. Krass. Soll ich dir was abnehmen? So, Tee, Gesamtschrott lagern, ja. Was ich jetzt gleich machen werde, ist versuchen, ob wir die Melone einpflanzen können. Dann bekommt Lobfox nämlich ganz viele Melonen. Essen. 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 Essen? Nein, essen. Danke. Flaschenkürbis, Karotte, Klingenkorn, Mais, Mel. Ja, aber du bist eine normale. Eine Mutterbeerenpflanze, aha. Tatopflanze. Mutterbeerenpflanze hatten wir auch noch nicht. Ja, Melonen. Wir hatten aber schon Melonen, die sehen jetzt hier bloß so merkwürdig aus. Wo machen wir denn das Melonenfeld hin? Das ist hinter dem Haus. Ja, will ich. Was? Fast 2 Meter groß sein, Blobfox. Oh, hier sind schon Melonen, stimmt. Genau, du pflanzt die ja schon an, ne? Blobfox, wir haben hier ganz viele Melonen. Das ist der Melonen-Hintergarten. Dass man die aber auch nirgends setzen kann, ne? Melonen sind da richtige Divas. Nee, da will ich nicht hin. Da ist es viel zu sonnig und da ist es viel zu nass. Ist so unbequem dort in der Erde. Furchtbar, diese Melonen, ne? So. Hier nochmal eine. Machen aber alles voll mit Melonen hier. Hilfe. Willst du mir etwa sagen, dass ich fett bin? Was? Wen meinst du jetzt vor allem? Hallöchen. Nixilowekeksi. Ist das richtig? Zumindest, ich weiß nicht ganz, wie dein Nickname wirklich ausgesprochen wird, aber schön, dass du dabei bist. Gib der Melone Snickers. So, komm. Haben wir den Hund schon ausgeplündert? Ja, haben wir. Ansonsten würden wir nicht laufen. Okay, dann legen wir das ganze Zeug mal wieder rein. Oh, ich will den Flammenwerfer nicht loswerden. Es tut so weh. Aber ich kann keine. Wow, was? Sturges, bleib ruhig. Bis irgendwann gehst du, Zeregus, dann wünsche ich dir natürlich noch einen schönen Abend. Ach, Nixi Love Keksi, okay. Die sagt, ich bin eine Melone, Melonen sind rund. Was? Was soll. Ich kann nicht laufen. Was soll ist das für ein Geräusch? Ziemlich cool. Irgendein mächtiger Laser. Wenn du es so haben willst. Wer zur Hölle kämpft da? Wer bist du? Wie seid ihr durch die vorderen Verteidigungsreihen gekommen? Nice. Bist du böse? Ja, ich glaube schon, ne? Was zur Hölle? Wieso seid ihr hier? Ich meine, ich weiß, wieso sie hier sind. Okay. Oh, Level Up. Wow, durch so ein. Wow, das ist irgendwie lächerlich, oder? Aber ich dachte, dort vorne wären Geschütze. Ja, ich muss wieder zurück. Wir haben wenigstens die Stadt verteidigt, okay? Grunde genommen sind Melonen eierförmig. Na, du versuchst eine Kugel zu kreieren. Deine Skills waren zu klein. Guck, Sarah Slide, du bist genauso gut wie die Natur. schön. Aber so eierförmig sind die doch gar nicht. Also es kommt auf die Melone drauf an. Es gibt sehr runde Melonen. Es gibt aber auch sehr längliche. Ja, wie gesagt, das kommt auch stark auf die
auf die Melone drauf an. Streamer, wie nennt man dich denn? Einfach Dragon. Dragon oder gelegentlich auch Benny bei meinem normalen Namen, aber das, ja, das überlasse ich natürlich jedem. Die kamen von der Seite, tun sie so gut wie immer. Ach, okay, gut. Ich dachte schon, weil ansonsten hätte das irgendwie nicht viel gebracht. Meine Buttercups, ja. Sternchen, Sternchen, das Unterhebelgewehr kann weg. Du kannst weg. Du. Die Hunde, wir haben da. Nee, die Hunderüstung kommt nicht weg. Das ist doch die gute. Hä? Gut, oh, gut, passt sogar. Ja, Melonenfox. Ah, so, die ganzen Anzüge können mal weg. Bourbon, eingelegtes Fleisch. Ach na, hä? Da ist deine Melone, Blaufox. Das heißt, mein Hund, kann ich mir gut merken. Ja, das ist schön. Nuka-Cola Quantum will ich ja fast schon nicht verkaufen. Die ist eigentlich richtig gut. Filzhut, ja. Das weg. Gebackene Blähfliege, okay. So, dann packen wir mal die Nuka-Cola Quantum. Wenn du mich Goldfisch nennst, darf ich dich Melonenfox nennen. Ah, Mann. So, Nuka-Cola Quantum kommt hier rein. Und der Flammenwerfer kommt hier rein. Und die Melone bekommt Flopfox. Die Melone wiegt doch nur eins, ja. Ja, genau, Blaufox, die Melone wiegt doch bloß eins. Also wiegst du auch bloß eins. Das Klingkorn müssen wir noch weg. Oh, Kaugummi und die Karotte auch noch, okay. Melone. Melone kommt hier rein. Bisschen aufs Volumen, nicht aufs Gewicht. so. Dann kommen wir hier noch das Klingkorn und die Karotte rein. Das ist mein Traumgewicht, 1 Kilogramm, ja. Die Karotte und das Klingkorn, der Kaugummi kann eigentlich weg. Na komm, wir behalten ihn irgendwie mal. Hund, du hast jetzt gar keine Rüstung mehr, okay. Aufgepasst. Ich hab dir echt deine Rüstung geklaut, sorry Hund. Hunderüstung. Da, die bekommst du wieder. Na, ausrüsten, wunderschön. Und wie viel Gewicht haben wir jetzt? 188 noch, okay. Ja, es sind noch 2 Jets, okay. Die müssen eigentlich auch noch weg. Der Kaugummi, es wiegt aber alles nicht so viel. Oh, stimmt, die leuchtenden Pilze, die wiegen aber auch nicht wirklich viel. Ich weiß aber nicht, was wir hier jetzt noch so haben, was so viel wiegt. Haben wir irgendwas wieder vergessen? Okay, willkommen zurück zu so. Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage, was man mit dem Gewicht macht, klar, logisch. Wieso hast du eigentlich einen Typ mit einer Power-Rüstung dabei? Du hast ja aber meine Power-Rüstung geschnappt. Hast du deine Rüstung weggelegt? Ich weiß nicht, welche Rüstung. Mensch, sehen aus wie Roboter. Ja. Hoffen, wir finden bald Milch der Menschenliebe. Werden wir tun, keine Sorge. Aber... Was zur Hölle?
Wieso stand die Rüstung dort draußen? Hat die Sturges echt mitgenommen? Ich dachte, ich hätte den Fusionskern weggelegt. Was merkwürdig. Okay, gut. Jetzt sollte ja nichts mehr passieren. Was zur Hölle, Sturges? Wieso hast du meine Rüstung genommen? Wer bist du? Ach so, die. Okay. Was? Nein, du bist nicht Sturges. Aber was ist los mit dem? Okay. Stimpak? Das ist unnötig. Die looten wir jetzt wirklich bloß so, wie wir sie brauchen. Die Patronen zum Beispiel. Fusionszellenpatronen, ja, sehr schön. Kronkorkenpatronen. Hier, ah, da war noch einer. Genau, oh, der ist... Sorry. das und das. Wie passen die... Was, wie passen die Nageln? Denn die Power-Rüstung, was? Ach so, von der Rüstung. Tja, das wüsstest du wohl gerne. Aber, ja gut, okay, wenn die von der Seite kommen, dann ist das ja natürlich ein blöder Außenposten. Oh, der eine Turm ist sogar tot. Hatte ich da nicht zwei stehen? Wisst ihr was? Wir haben auf jeden Fall genügend. Automatisch die Rüstung. Ah, so ist das. Ja gut, dann nehme ich da auf jeden Fall den Dings weg. Weil ich will nicht, dass mein... Dafür brauchen wir das Öl, genau. Ich will nicht, dass meine Power-Rüstung sonst irgendwo steht. So, wunderschön. Und wir haben das Level-Up bekommen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen gehen wir kurz auf Level-Up. Und jetzt ist die große Frage. Wo gehen wir wieder hin? Das hier können wir noch nicht, das hier können wir noch nicht, das und das noch nicht. Das bringt uns nichts. Das wäre interessant. Und ansonsten wäre der lokale Anführer halt auch mal interessant. Aber ich glaube, der starke Rücken ist jetzt gerade echt am wichtigeren. Damit wir wenigstens einfach mal ein bisschen was tragen können. Und 50 Tragekapazität ist echt cool. Machen wir so. Jetzt haben wir nämlich insgesamt 310. Das sollte doch schon mal reichen. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück und retten diesmal. Findig Valentine, ja genau. Swan's Teich. Achso, den haben wir noch nicht. Dort oben, Park Street Station. Dort wollen wir hin, genau. Intelligenz, falls du nicht merkst, dauert. Ja, Intelligenz ist auch wichtig, das auf jeden Fall. Machen wir das nächste Mal wieder. Klar, Intelligenz natürlich früh zu skillen ist recht wichtig, wegen der Erfahrung. Aber wie gesagt, der starke Rücken war mir jetzt gerade mal auch ein bisschen wichtiger. Vor allem halt bei solchen langen Dungeons, wo man schwer wieder rauskommt, da ist es eigentlich immer eine ganz coole Sache. So, ich würde aber schon ganz gerne noch den Dungeon fertig machen. Und überziehen wir halt ein bisschen, ist auch nicht schlimm. Bioshock geht ja heute, glaube ich, eh nicht mehr so lang. Dann schaffen wir das schon. Also keine 2 Stunden mehr, denke ich. So, ich hoffe jetzt einfach mal bloß, dass die ganzen Typen nicht respawned sind. Wir werden aber gleich sehen, wie es aussieht. Sonst müssen wir uns da halt nochmal ein bisschen rund prügeln. Kann aber halt gut sein. Ja, komm schon. Lade. Spiel? Hallo? Ah, jetzt. Das wollte ich nicht. Das war... Na gut, okay, es war eher der letzte Schuss im Magazin. Und wir spawnen nicht. Der Dungeon dauert ein bisschen. Ja, ist aber auch ein Hauptdungeon. Muss man jetzt so sagen, das war doof, okay. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ist ja ein Dungeon der Hauptgeschichte. Der darf wirklich so lange dauern. Okay, und die Typen hier respawnen auf keinen Fall. Das ist einerseits gut, andererseits natürlich auch schlecht, weil, ja, die haben natürlich auch gute Erfahrungen gegeben. So muss man es sagen. Wie viel gibt der starke Rück nochmal? Der gibt 25 Gewicht dazu. Das heißt, wir haben jetzt 310 Gewicht insgesamt. Da unsere Ausrüstung schon ungefähr 180 wiegt, haben wir jetzt, ja, so 130 nochmal zusätzlich. Das war rein für Ausrüstung oder rein für Sachen mitnehmen können. Und ich glaube, plus 150 vom Hund ist das schon einiges.
Ah, hier haben wir auch nochmal eine Schiebetür. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir können hier gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Na, von mir aus. Red Away, wunderschön. Oh, Medics, krass. Ein Vault-Tec-Terminal. Das ist irgendwie richtig cool hier. Ja, wie gesagt, Intelligenz ist auf jeden Fall auch wichtig, aber das machen wir dann das nächste Mal. Willkommen, Mitarbeiter, privat nur für Wissenschaftsabteilung. Aha. Dieses Memorandum ist nur für Mitglieder der Vault 114 Wissenschaftsabteilung und Personen mit entsprechender Freigabe bestimmt. SL4 oder höher. Alle anderen müssen dieses Terminal sofort verlassen und den Verstoß dem Aufseher und einem Mitglied der Vault-Tec-Sicherheit melden. Vielen Dank. Sozialwissenschaftsabteilung. Wie bereits in Ihrer Einweisung erwähnt, ist Vault 114 für hochrangige Mitglieder der kommunalen und Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsleute sowie deren Familien bestimmt. Die zukünftigen Bewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons Oberschicht zusammenwohnen werden. Okay. Vault 114 war einfach ein Vault der Superreichen. Das ist hochinteressant. Schrotpatronen. Und dann gehen wir mal wieder in den Keller. Dort waren wir jetzt ja noch gar nicht. Eine Aluminiumdose, okay. Dort waren wir jetzt ja noch gar nicht. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. So ist das. Na, dann bekommst du erstmal einen Headshot. Von hinten. Wupp. Weg hier! Mal sehen. Wir verlieren hier nice. Und der Hund regelt wieder den Rest. Wow, wie kann ich denn so oft verfehlen? Wie kannst du denn so stehen, dass du so oft verfehlt wirst? Krass. Das bringt auch nicht alles so viel. Das Spielzeugauto kann ich mitnehmen. Mehr aber auch schon nicht. Okay. Gut, dann gehen wir hier weiter. Wo kommen wir da jetzt hin? Achso, Schiebetür. Oh, da unten war nochmal jemand. Wow. Oh nein. Lass mich. Ja, es mutiert, das ist toll für ihn. Na, da ist ein Kollege. Wow, du stehst aber gerade eben richtig gut. Wunderschön. Ich liebe das einfach, wenn Gegner so stehen bleiben. Okay, prima, das hat gut funktioniert. Erste Legendäre ist wieder tot. Au, au, au. Von wo? Ist immer so mies, weil man sieht ja durch die Gitter einfach nicht, aber die können einen halt treffen. Ist wohl noch nicht ganz erledigt, was? Schnell Deckung. Okay. Wo bist du? Dort hinten. Ich sehe deinen Hut. Ja, na gut, dann erledigen wir halt's mit der... Oh. Das war bloß der Hund. Dann erledigen wir es halt mit der Schrot. Hi. Was zur Hölle war das denn? Wieso stand der da hinten? Ja, aber der Chat ist gerade ein bisschen leiser geworden. Wow, wie viele Leute einfach wieder, ne? Hilfe. Wie, du bist blind? Dich hat der Hund angegriffen. Wie geht das? Wird das treffen? Ah, nicht wirklich. So, wir nehmen mal kurz... Eigentlich können wir da auch wieder das... Die Stimpacks nehmen, das geht. Oh, wow, die Stimps haben gar nicht so viel geheilt. Okay, du kommst von dort. Wow, das war cool. Wie bei einer Playmobil-Figur. Plopp. So, komm her. Ich habe gesehen, dass du da rumläufst. Das sind vor allem noch zwei. Okay, jetzt noch einer. Ach, der ist dort drin in dem kleinen Häuschen. Okay, wow.
Willst du jetzt echt mit dem... Tja, und jetzt? Wow, wirklich? Hi! Zum Glück sind wir keine Entertainer und fühlen uns die Situation genötigt. Ja, ja, das wäre ja schlimm. Ach, jetzt kommst du runter. Wow. Lass mich. Ich will dich bloß verarschen. Der muss sein Leben gerade eben hassen. Er muss die Entscheidung hassen, dass er irgendwann mal diesen Baseballschläger mitgenommen hat. Komm her. Vielleicht erwisch mich dann. Komm. Geh nicht ins Licht vor allem. Hui. Der Arme. Mann. Ja, ich habe gerade eben jede Menge Spaß mit dir. Wo zur Hölle bist du jetzt? Ach da. Jetzt gerade eben irgendwie auch nicht geblickt. Noch einmal machen wir es, dann töten wir ihn, okay? Das ist also ein Todesschütze mit Baseballschläger zum Schießen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Was hat er gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Was macht er jetzt eigentlich, wenn ich dort oben stehe? Dumm gucken, oder was? Ah, nein! So züchtet man sich seine Gefährten an. Was macht er jetzt? Das ist höchst interessant, weil so sieht man so mal so ein bisschen die KI. Hallo? Typ? Der ist doch nach hinten gerannt. Hallo? Er wartet nur auf das letzte Mal verarschen. Dann wirft er den Baseballschläger vor deinen Kopf. Damit habe ich auch schon irgendwie gerechnet. Und dadurch wird er dann ein Baseball-Todesschütze. Ey, wir sollen es verfehlt. Ey! Das war knapp. Okay. Das war irgendwie cool. War auch sehr knapp. Das ist wie die Axt von DayZ, wo die Munition unten reingesteckt wird. Okay. Auch nicht schlecht. So. Okay, dem seine Maschinenpistole hängt einfach dort drin. Auch. Die machen interessante Sachen, die Typen. Das ist so. Ich dachte, die Raider wären merkwürdig, aber nein. Die Typen sind irgendwie noch ein bisschen merkwürdiger. Was haben wir hier? Radioaktivität. Oh. Das war gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt aber leider nicht gucken, was da Tolles drin war. Ich würde das Ganze doch nochmal gerne mit, hab den Kopf schon rollen sehen, ja. Mit Quicksave anschauen. Was haben wir da? Ein überfälliges Buch. Lohnt sich das? Wir haben da einen Comic, nicht wahr? Das lohnt sich also auf jeden Fall. Dann nehmen wir das überfällige Buch mit und mehr nicht. So. Überfälliges Buch und weg. Au, okay. Hat gepasst. Wie bist du hier runtergefallen? Ein Eichhörnchen müssen. Das nehme ich. Das... Farbdose. Ich nehme die Farbdose mit, wegen dem Öl. Falls mal wieder ein bisschen Türme bauen. Das ist ein Hund. Den habe ich schon. Mehr waren hier gar nicht. Ah doch, da nochmal einer. Ich dachte schon. Ah ne, das war der, klar. Und der hatte ja nichts mehr, ja. Okay. Ich dachte, das wären ein paar mehr gewesen, aber ich glaube, wir haben einfach bloß den einen sehr lange verarscht. Eine Glühbirne. Okay, dort geht's noch weiter runter. Wow. Instapüree. Ne, die Kochplatte. Whisky, schmutziges Wasser. Vorkriegsgeld. Schnapsgläser will ich nicht haben. Die Tür können wir nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Ja, vielleicht nicht komplett nach unten. Ja. Okay. Und so. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Wow. Telefon, Haarklammerbox, Vorkriegsgeld, Vault-Tec-Terminal. Achso, das hat man schon, okay. Das ist genau dasselbe. Werkzeugkasten. Ah, sehr schön. Wieso auch immer man Haarklammern in der Werkzeugkasten hat. Aber hey, ich hinterfrage es jetzt mal nicht. Achso, war bloß das Schild, ich dachte gerade.
Voltec 114. Okay, hä? Ja, also Volt 114. Willst du den Baseballschläger nicht als Andenken mitnehmen? Ah, nee. Ich hab's auf Video. Wo zur Hölle sind wir? Jetzt sind wir erst in Vault 114? Das ist ein sehr langer Dungeon. Ja, das ist alles noch die Park Street Station. Wow. Okay. Die Münchner wiegt bestimmt 8 Millionen. Ja. Da würde ich sagen, machen wir den Dungeon hier das nächste Mal, weil wir jetzt ja eigentlich schon am Ende sind. Vielleicht treffen wir ja Nelsons Brüder. Hm, ja, wir werden sehen. Kommen wir hier überhaupt wieder hoch? Oh, wir haben ein Problem. Ich dachte aber eigentlich, da wäre eine Leiter gewesen. Das habe ich dann wohl falsch gesehen. Ach, da war eine Leiter. Okay, die hat bloß, ja, die hat bloß keinen tieferen Sinn. Okay, gut, da wir nicht mal nach oben können und nicht mehr hier raus teleportieren können, müssen wir hier uns auf jeden Fall durchschlagen. Das ist eigentlich ziemlich interessant, dass es so ist, dass man kein Zurück mehr hat. Ich meine, wir haben noch 20 Meter, aber das sieht auf jeden Fall noch ziemlich groß aus. Das ist ein riesengroßer Lagerraum. Nee, jetzt machen wir das nächste Mal. Und ja, damit soll es das erstmal wieder gewesen sein mit Fallout 4. Wir haben einen Freedom Trail gefunden. Mehr aber auch eigentlich schon nicht. Und dann den kompletten Abend voll mit dem Dungeon verbracht, ne? Es ist heute nicht viel passiert. Aber wir kommen langsam voran. Wir finden mehr Gebiete und sowas. Und wir schließen vielleicht irgendwann mal ein paar Missionen ab. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, das sehen wir dann erst das nächste Mal.